sagen, Kommentare unten rein. Ganz wichtig. Und lasst einen Daumen dabei, wenn es euch gefallen hat. Herzlich willkommen zum ersten Projekt von uns beiden. Vom Let's Play Together ETS 2 Multiplayer. Mit dem Simulike und mit dem Big Mac. Hi. Und wir fahren heute von Köln nach Kiel hoch. Müsst ihr euch vorstellen? Ja, ich bin... Das habe ich selbst bei mir auf meinem Kanal auch noch nicht gemacht. Ich bin der Simulike, heiße in Wirklichkeit Chris. Komme aus Dachau, aus dem wunderschönen Bayern. Bin 15 Jahre alt. Ja, gehe auf die Realschule. Und spiele halt leidenschaftlich gern Simulatoren. Unter anderem natürlich auch ETS 2. Sonst würde ich heute nicht fahren. Da wollte ich mal weitermachen. Ich bin Big Mac. Richtiger Name ist Jupp. Ja, ich bin 18 Jahre. Werde ich ja fast 19, muss man sagen. Komme aus Thüringen. Aus dem wunderschönen grünen Deutschland. Mache zurzeit eine Ausbildung zum Maler. Ja, und leidenschaftlicher Zocker. Unter anderem Simulatorspiele bin ich richtiger Fan. Zock wirklich alles. Werden man auch auf dem Kanal dann bald sehen. Vieles auch zusammen mit dem Chris. Oder? Ja. Können wir machen, gell? Ja. Und ja, was soll ich denn sonst noch so erzählen von mir? Also ich habe jetzt erstmal nichts von mir zu erzählen. Gut. Rechts oder links? Weil du hast gerade links geblinkt. Rechts, oder? Naja, ich fahre jetzt rechts. Okay, gut. Ich muss wegen dem Trottel da, fahr ich gerne mal zur Seite. Ja, weil man hat's ja, weil wir haben gestern ohne Aufnahme so einen kleinen Konvoi gemacht und da hat halt einer den anderen immer gerammt. Naja, muss man sagen, das ist hier so leidenschaftliches Unternehmen von anderen Leuten zu rammen. Und da wollen wir auch dagegen gehen mittlerweile. Ja, was wollen wir erzählen? Ja, wir spielen halt zurzeit auf dem EU1 Server. Genau. Eigentlich fast immer ausgelastet, weil eigentlich der beste sein soll. Es ist eigentlich auch der beste, obwohl US1 genauso gut ist. Bloß okay, ich war noch nicht drauf. Der ist scheiße. Performance-technisch kann man sagen, von dem Server her ist es ein bisschen unstabil. Man merkt's, Rotterdam, Europort da. Da sollte man vorsichtig sein. Am besten umgehen, wenn man nicht hin muss, dann umgehen am besten. Ist von mir meine Sache das am besten, wenn man nicht so viele Lecks haben möchte. Und Ruckeln und Standbilder. Vor allem, wenn man jetzt nicht so den besten PC hat und auch nicht unbedingt eine gute Internetleitung. Die beste Internetleitung. Genau. Hat. Und selbst auch wenn man eine gute Internetleitung hat, es laggt ja nicht trotzdem. Genau. Braucht sich LKW von unten hochfährt. Weil wenn einer Schnauze. Eine schlechte Internetleitung hat, zieht er alle mit runter. Ja. Man sieht hier, man kann ja mal hier öffnen. Leute mäßig. Ja, diesmal jetzt geht's noch so knapp 100er Ping, das ist immer noch in Ordnung. Ja, ich hab 57. Ja, ich hab 53, so 55 schwankt's bei mir, aber bei anderen Leuten jetzt einer mit 270 Ping, sollte man am besten PC daheim stehen lassen, auslassen. Oder man kann anlassen, aber kein ETS spielen. Ist meine Empfehlung, weil ich möchte nur sauber spielen, keine Unfälle bauen. Oder wenn dann auf anderen Servern gehen, weil... Ja. Oder man sieht jetzt auch hier einer, der Ping von 0 hat, der wird hier irgendwo am Rande stehen. Der steht wahrscheinlich am Rand und ist im Menü drin. Genau. Vorsicht, Blitzer. Ja. Wir fahren 80, haben wir jetzt gesagt. Rein, weil du bist mir jetzt vorhin ein bisschen weggefahren. Ja, weil ich im 90 gefahren bin. Ich fahre jetzt 80 Stellen Tempomat ein, 85. Kannst auf 80 lassen, da haben wir ein bisschen Abstand immer hin. Auch
paar Infos, was ich heute transportiere. Ich transportiere heute Autos, die sind 9 Tonnen schwer. Von Kiel na halt nach Kiel zu Stokes. Ja, verbleibende Zeit beträgt bei mir noch 8 Stunden. Vorsicht, Warnblinker ein. Ihr hat's mal irgendwie wieder Party ist angesagt. So, ich werde von meiner Fracht, könnt ihr auch was erzählen? Ja. Ich fahre Ketten, Raupenketten, genauer gesagt, nach Kiel zu Posta. Und hier los. Leute, gibt Gas! Ja, jetzt zieh raus, du Trottel, Alter! Ja, sind doch. Siehst du, der eine. Ey! Ja, der fährt schon. Wir porte den mal bitte. 1626 ist das, der mich gerammt hat. 1626. Wegen Blocking kannst du auch gleich mit dazu schreiben, weil er blockt mich. Hier, Kollege, fahr weg! So, man sieht mal wieder ein unfähiges Kind. Schätzungsweise 10 Jahre alt, werde ich von mir sagen. Vielleicht sogar, es gibt ja auch noch viel jüngere. Ja. Trottel. Muss man sagen, das ist wieder mal so ein Aufregen, einfach nur. Genau. Was sage ich noch? Vergütung kann ich sagen, 14.700 kriege ich. Verbleibende Zeit, noch 9 Stunden, fahr zu. Sonst fick ich. Alter. Ja, sorry, heute mal wieder. Für das erste Let's Play kann man wirklich mal sagen. Zum Kotzen. Ja, aber es ist wenigstens für die Zuschauer ein bisschen spannender. Ja, Also genau. da Genau. nichts. Ich setz ganz rüber. Gleich. Boah! Solche Pissnaken, Alter, ist mir egal heute. Das erste Let's Play kann man ruhig mal so. Scheiße, ey. LKW-Schrott mit 12%. Warte ich, Alter. Ich hoffe, dass er nicht rüberzieht, weil sonst drehe ich durch. Na, Freundchen, willst du rüber? Warte mal. Ah. Die sollen ja mal Gas geben, die Gurken auch hier rum. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie viel PS der hat, aber ich denke nicht, dass der jetzt so einen kleinen 10 PS Motor hat, dass es ihn nicht einmal gibt. Ja, aber trotzdem. Bist du hinter mir? Ja, bin Gut. links. Du bist links, ja gut. Ja, der ist Tankstelle reingefahren. Und sieht mal wieder, der hat sich da irgendwo, hat einen anderen gerammt. Wie schön, Chris. Kannst du mal, oder lass mal, ignorieren wir. Scheiß drauf, wir fahren Ja, weiter. solange es mich oder dich nicht betrifft, würde Genau. ich auch den nicht reporten, weil es ja nicht meine Sache. Was sagt der? Lem. Lamm. Oder Lamm, ein Drittel. Er ist aber, ich denke mal, Türke. Ja. Ich habe ja nichts gegen Türken, bloß. Nee, haben wir ja nix, aber trotzdem, man muss sagen. Naja, super ist. Schreibt mich jemand wieder an, ey. Ignorieren wir's. Man muss sagen, performance-technisch jetzt zur Zeit, gerade Autobahn, bei mir schwankt zwischen 7 bis 25 und 30 FPS, kann man sagen. Stadt innen, Stadt drinnen, wie Rotterdam, Amsterdam, fällt es teilweise runter auf 10, zwischen 10 und 15 Frames. Ja, bei mir zeigt er mich oben 16 an, aber ich glaube nicht, dass es 16 sind, weil es läuft hier gerade super flüssig. Ne, ich hab's ja korrekt. Ich nehme mit DX. OBS. Nee, OBS mach ich gar nicht mehr. Ach so, okay. Ich habe jetzt ein anderes Programm von Venture. Auch erstmal ein Gruß an Venture. Wenn du siehst, mein bester Freund Steve, ich grüße dich hiermit und will auch sagen, vielen Dank für den Clan, dass wir zusammenarbeiten wollen. Link gibt es auch in der Videobeschreibung unten drunter von uns beiden oder von dem Clan. Mach wahrscheinlich auch mal einen Link und unten vom rein. Simulike tue ich einen Link rein. Also Leute, hört rein, guckt rein, unten drunter. Von ihm habe ich nämlich das XD, ich komme, wie heißt das? DX-Aufnahmeprogramm, irgend so ein schönes Programm ist es.
Ja, ich habe mich Fraps, da will ich mich bald von verabschieden, weil das produziert so mega große Videos. Da hat ein Video von 15 Minuten. Vorsicht, Radarkontrolle. Ja, von mir tut er auch. Bei meinem tut er nämlich auch Unmengen an großen. Kann man auch Schönes erzählen. Vom Clan TS. Ne, nicht Clan. Auf dem Clan-Kanal haben wir damals am Samstag, Sonntag, Freitag. Freitag, nee, Samstag hat man ein Video aufgenommen von 40 Minuten. Defense. Müsst ihr mal. Guckt rein. Kann man wirklich Werbung tun mal hier machen. Ja, aktive Werbung. Das ging wirklich 40 Minuten, hat man das Video aufgenommen. Ging, glaube um die 40, 50 Gigabyte hat das Video. Okay, das geht aber noch, weil Fraps Ungerendert. ja, okay, ungerendert. Wenn du das natürlich gerendert Normal hochladen willst. als Rohmaterial, muss man sagen. Ja, weil beim Rendern Genau, und tut das dann hat das. Programm Ja. das Video kleiner Genau. schneiden und beziehungsweise auch größer, kommt ja darauf an, wie man es will. Na, wir hatten, er hat es ja gerendert und da war es dann auf einmal so zwischen 3,5 Gigabyte hat es ja nur noch gehabt. Okay. Ist nicht mehr viel, kann man sagen. Ja, noch 300 Kilometer fahren wir, noch 290 fahren Schon eine recht kurze Tour. wir. Ja, 500 Kilometer. Ja, bei Fraps will mir so ein 40 Minuten langes Video ungefähr, ich glaube knapp an die 60, 70 Gigabyte. Ja, Craps, nicht Craps, sondern Fraps ist Fraps. es, ja, Fraps ist so ein bisschen, naja. Ja, ich will mir jetzt auch mal ein neues suchen, weil es ist zwar kostenlos und eigentlich relativ gut, weil es einfach einfach ist. Kann ich bei meinem jetzt, was Aber ich jetzt nehme, mittlerweile auch sagen, ist top in Ordnung. Ist. Ja. Es läuft, man kann oben einstellen. FPS-Zahlen. Das ist das Schöne. Kann man Farben aussuchen, wie man es haben möchte. Von den Fabs. Bei dem, was ich habe. Nebenbei habe ich hatte ich vorher, wollte ich mit OBS aufnehmen, Qualität ist schlechter. ja, Ist wirklich weil nur rein zum Streamen genommen. Werden wir auch bald später, dann im Sommer, habe ich geplant, auch Livestream zu machen. Leute, für euch extra. Kommt ein Link auch mit rein. Ist auf dem Kanal alles verlinkt. naja, ich muss bei mir auch schauen, dass da die von der Grafik her es besser wird, damit ich könnte ich auch jederzeit Livestreams machen. Vor Ja. allem jetzt in den Ferien. Ja, ich werde das dann auch erst machen, wenn ich meinen zweiten Bildschirm mache. Hab. Ich will meinen zweiten Bildschirm noch kaufen. Mit Ja, so ein hinstellen. zweiter Bildschirm ist echt nicht schlecht. Ich werde es dann wahrscheinlich so machen. Ich habe ja noch einen Laptop, den werde ich daneben stellen. Oder so laptopmäßig zum Livestream aufnehmen reicht, Digga. Zum Angucken nebenbei laufen lassen geht. Wegen, nur einfach nur deswegen, wegen. Einfach nur, wenn Kommentare kommen. Das ist ja scheiße, wenn es dann immer wieder aus dem Spiel Genau, rausgehen das. musst. Ach, das finde ich so viel ist die. Ich habe mal mit Steve unterhalten. Wegen zweiter Bildschirm. Er so, nee, mach das nicht, aber. Ich höre da nicht hin, weil viele sagen, zweiter Bildschirm ist ganz gut. Also ein zweiter Bildschirm ist echt nicht schlecht. Dann kannst du auch mehrere Sachen gleichzeitig geöffnet haben, zum Genau. Beispiel einmal, keine Ahnung, die Internetseite und das andere ein Spiel und du musst nicht immer aus dem Spiel rausgehen. Ja, genau. Schaust auf die Zeit, weil bei mir. Da klingelt dann schon mein Timer. Achso, okay. Ich hoffe, dass man es dann nicht hört. Hoffe ich auch, weil ich will, vor allem wenn es jetzt zu laut sein sollte. Ja, fahren wir doch mit 90. Wollen wir noch irgendwas anschneiden, themamäßig? Ja. Ja, Mach würde du. jetzt nicht mir viel einfallen. Na, ich hätte jetzt noch so eine Frage an dich. Okay. Wie bist du zu YouTube gekommen? Ja, ich habe immer schon gern bei anderen YouTubern. Ich will jetzt hier mal keine Werbung machen von den anderen YouTubern. Ich nenne jetzt auch keine Namen.
Habe ich halt immer schon gerne angeschaut, vor allem dann auch Simulationen. In letzter Zeit ging es dann auch einmal zum Beispiel wegen Minecraft, auch mal die größeren YouTuber schaue ich dann auch gern, auch zum Beispiel Projekte von denen. Habe ja gedacht, mach's ja so YouTube, wäre auch nicht schlecht, wenn du es machst. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ist ja super einfach, machst ein paar Videos, tust du die hochladen, schön, So. kriegst du ein paar Abonnenten. Hat's geklingelt? Jo, Timer. Man hört's ganz, ganz leise. Ja, dann. So, fahren wir mal hier weiter vorne, kommt die Einbuchtung. Kommen wir da rein und dann Naja, genau, können wir abmoderieren. kannst dann auch wieder du machen. Werde ich auch machen. So, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde mich hier verabschieden. Und eins muss man sagen, Kommentare unten rein. Ganz wichtig. Und lasst einen Daumen dabei, wenn es euch gefallen hat. Ja, von mir auch. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abo wäre auch nicht schlecht. Tschö.